Also die wollen schon wieder zwei Personen wollen sich mit also eigenem mit But you're gonna have some ups and you're gonna have some downs. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing as powerful. It's hard to kill the human spirit. Anybody can feel good when they have their health, their bills are paid. Herzlich willkommen zum nächsten Video und diesmal geht es mal darum, wie man hier schon sehen kann, du bist, was du isst. Ja. Jetzt kommen mal neue Dinge. Genau. Viel Spaß mit dem Video. So, liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Bogdan. Hallo alle zusammen. Lars. Und in diesem Video wollen wir euch mal so ein paar Dinge über die Ernährung erklären. Vielleicht ein paar Dinge, die manche oder der eine oder andere vielleicht noch nicht weiß oder sich noch zu sehr einen Kopf drum macht, obwohl das gar nicht sein müsste. Also unnötiger Stress und so weiter. Und deswegen dachten wir mal, machen wir mal ein Video zum Essen. Ja. Genau. Unser heutiges Thema heißt, du bist, was du isst. Diesen Spruch kennt bestimmt jeder, aber trotzdem, die Leute wollen das irgendwie so versuchen, irgendwie, vielleicht bei mir geht es irgendwie anders. Nee, geht nicht, ja. Meistens geht genau so, du bist, was du isst, ja. Wie sagen wir, dieses Video wird vielleicht, sag ich mal, etwas komplexer, etwas, oder soll man sagen, etwas schwieriger zu verstehen sein, weil es ist halt irgendwo auch ein relativ komplexes Thema, wo viele Leute verschiedene Meinungen zu haben. Ja, da wird jeder vielleicht unter unser Video schreiben, ah, das ist so, das ist dies, das ist das und ich habe das so gemacht, aber eigentlich kann man es so machen. Ja, also verschiedenste Ansichten kommen da. Und es kann natürlich auch sein, dass viele Leute nicht der Meinung sind, die zum Beispiel Bogdan oder ich zum Beispiel habe. Ja, also auch das ist völlig in Ordnung. Aber wir erzählen, sag ich mal, nur unsere Meinung, unsere Erfahrung, sag ich mal, auch als Trainer in diesem Bereich. Ja. Und gerade das Thema Ernährung ist zum Beispiel meiner Erfahrung nach, meiner Ansicht nach, meiner Meinung nach, das Nummer eins. Wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, er möchte abnehmen, ja, dann frage ich zum Beispiel erstmal, bewegst du dich überhaupt viel? Ja, das ist zum Beispiel mein erster Anhaltspunkt. Weil viele Leute, wenn sie zum Beispiel in diese Thematik abnehmen kommen oder Sport, dass der allererste Punkt, der jetzt kommt, ist, was muss ich essen? Ja, das höre ich immer von vielen Leuten. Ich habe immer so manchmal das Gefühl, dass vielleicht so manche Leute immer zuerst in der Küche was machen wollen, aber sich nicht gern bewegen möchten. Ja, und deswegen, wenn ihr zum Beispiel den Wunsch habt, anfangen wollt abzunehmen, sag ich zum Beispiel als Trainer persönlich, fangt an, euch mehr zu bewegen. Und wenn ihr euch mehr bewegt, kommt auch ein Hunger. Ja, wenn ihr diesen Hunger müsst ihr erstmal bekommen. Ja, und den Hunger bekommt man nicht vom Sitzen. Ja, und wenn dieser Hunger vorhanden ist, werdet ihr eben auch mit der Zeit merken, worauf ihr wirklich Lust habt zu essen. Und das sind dann keine Chips oder Gummibärchen mehr. Ja, das ist so erstmal so meine Meinung so dazu. Ja, als Trainer habe ich schon viele verschiedene Situationen erlebt, auch mit meinen Kunden. Und es gibt, wie gesagt, auch verschiedene Meinungen. Und das Lustigste, die funktionieren alle. Ja, es gibt tausend verschiedene Diätmethoden und die funktionieren alle. Ganz einfach, warum? Grundlage für alle diesen Diäten, es ist einfach Kaloriendefizit. Ja, man soll eine negative Balanz, kann man noch so sagen. Man soll einfach ein bisschen mehr verbrennen, als du gegessen hast. Das war's. Ja, und die Leute verstehen das nicht. Die suchen immer irgendwelche magische Methoden, irgendwelche Diät von Heidi Klum. Irgendwelche Diät von, keine Ahnung, von irgendwelche Schauspieler oder so und so und so. Also eine Abkürzung ein bisschen, ne? Genau, genau. Eine gute Diät oder eine gute Ernährung hat keinen Namen, ehrlich gesagt. Das ist, es gibt einen sehr guten Trainer oder Ernährungsberater, ich habe vergessen, wer war das? Da war so ein Spruch, er hat gesagt, wenn eine Diät schon einen Namen hat, ja, dann ist es schon schlecht. Es ist meistens, es ist nicht so, nicht das Optimale, ja.
Und meine Erfahrung sagt Folgendes: bevor die Leute was verändern möchten, ja, egal, ich meine, wenn die abnehmen wollen, und, ja, das ist meistens die Leute wollen abnehmen, ja, zunehmen auch, ja, aber das Problem in unserer Gesellschaft, ja, momentan, es wird mit jedem Jahr immer, das Problem wird immer größer, immer schwieriger. Warum nehme ich jetzt zu, warum kann ich jetzt nicht mehr abnehmen, warum und so weiter. Und die Leute müssen Folgendes verstehen: warum haben wir das gesagt, genannt, so, du bist, was du isst. Da fängt alles an, weil die Leute, die wollen nicht für sich selber so die Wahrheit sagen, dass warum habe ich zugenommen. Nicht, weil ich irgendwelche besondere Typ, der einfach nimmt zu. Genetisch, ne? Genau, ja, genetisch. Genau.